Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Ich habe mir gedacht, wir schauen heute einfach mal, was uns die Karten sagen wollen. Wir lassen uns überraschen, was hier kommt. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du mir als Mann zuschaust, drehst du bitte um. Und das Reading ist zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Okay, schauen wir mal. Was darf ich euch denn ausrichten? Was darf ich euch mitteilen? Okay, wir haben hier den Teufel. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Ui, und die fünf der Kelche. Was ist denn hier los? Ei, und die fünf der Schwerter? Die neun der Stäbe. Heidewitzka, ist das eine Legung. Okay. Wow. Und die fünf der Stäbe. Im Unterdeck, Gott sei Dank, der Magier und der Narr. Und hier habe ich noch die zehn der Stäbe. Heidewitzka, also hier muss ich echt wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr krasse Energie, die mir hier liegt. Du bist ja als die Königin der Schwerter rausgefallen. Du könntest vom Sternzeichen Zwillinge, Waage, Wassermann sein. Ich habe das hier so tatsächlich, dass du hier einigen heftigsten Energien ausgesetzt bist. Wir haben ja auch dreimal die 5 drin, was ganz gut ist. Als Zahl, vielleicht siehst du diese Zahl auch häufig, ja, aber die Karten sind halt nicht gut. Also man muss hier wirklich sagen, du bist hier in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ich habe das Gefühl, du hast hier mehrere Niederlagen erlebt, du hast hier mehrere Enttäuschungen erlebt. Es kann hier sein, dass du momentan wirklich Eifersucht ausgesetzt bist, dass du hier Konkurrenzkämpfen ausgesetzt bist. Ich sehe hier wirklich etwas, worüber du dir Gedanken machst, was dich belastet. Du hast hier richtig viel durchgemacht, ja. Und es ist so, also du sitzt hier wirklich am Abgrund. Das muss man jetzt echt mal sagen. Du bleibst hier aber in deiner Ruhe. Also hier passiert irgendwas oder hier ist irgendwas passiert, sagen wir mal so, in der Vergangenheit, was dich unheimlich belastet hat. Du hast ja einen Schlag in die Fresse nach dem nächsten bekommen. Immer wieder Enttäuschungen, immer wieder Menschen, die toxisch waren, die dich angegriffen haben. Du musstest immer wieder in die Verteidigung gehen. Also das ist eine ganz heftige Energie, die mir hier liegt. Und ich hoffe, dass hier ganz wenige nur mit in Resonanz gehen, denn das ist keine schöne Energie. Also es sind wirklich sehr, sehr krasse Karten. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich schon passiert ist, ja, weil wir haben hier den Magier und den Neubeginn und mit den 10 der Stäben zeigt sich an, dass es jetzt leichter wird. Du hast ja was gemeistert, der Magier steht für die Meisterschaft, du hast dich diesen Dingen gestellt, die hier waren, ja, in deiner Situation. Du hast dich hier vielleicht auch wirklich einigen Kämpfen hingegeben, die dich um den Schlaf gebracht haben, die dich zur reinsten Verzweiflung gebracht haben. Wir sehen hier die 5 der Kelche, wie verzweifelt sie hier sitzt. Hier ist Brache, ja, also hier ist nichts mit den 5 der Schwertern. Immer wieder Enttäuschungen, immer wieder hast du gedacht, okay, es geht vielleicht auch, hast du neue Menschen kennengelernt, immer wieder wurdest du enttäuscht, immer wieder hat sich das Gleiche irgendwie gezeigt in deinem Leben und immer wieder kam so ein Schwert von hinten, was dir eigentlich die Hoffnung genommen hat, dass sich hier irgendwas verbessert. Also es ist eine sehr, sehr schwere Energie. Und jetzt sehe ich aber für dich, und da bin ich sehr erleichtert eigentlich, für alle, die natürlich hier mit in Resonanz gehen, ja, habe ich hier wirklich, dass diese Belastung rausgehen. Hier kommt eine Leichtigkeit rein. Sehr plötzlich. Du hast hier was gemeistert. Du hast dich deinen Themen gestellt. Du hast diese Niederlagen auch dir angeschaut, du hast für etwas gekämpft, ja, du hast hier gekämpft, 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 du bist hier auch in der Ruhe geblieben, du hast immer wieder versucht, egal wie du am Abgrund standest, hast du versucht, deine Balance zu halten, ja, du hast hier für dich eingestanden, für deine Meinung eingestanden, du hast hier zu dir gestanden,
Das finde ich sehr gut. Und hier kann dir die Königin der Schwerter tatsächlich in diesen Energien auch sehr behilflich sein, denn die Königin der Schwerter ist sehr rational. Und ich glaube hier, Entschuldigung, hier wärst du auch in deinen Gefühlen ersoffen, muss man echt sagen. Wenn du hier als Königin der Kelche drinne steckst, dann, ja, dann wärst du ersoffen in diesen Gefühlen. Weil hier ist wirklich, ganz ehrlich Leute, das ist kein schönes Orakel, muss ich sagen. Hier ist Niederlage, hier ist Kummer, hier ist Trauer, hier ist Kampf, hier ist Streit, hier ist Konkurrenzkampf, hier ist Abwehr zu sehen. Ja, hier sind toxische Energien, wirklich toxische, giftige Energien um dich herum, die dich fertig machen wollten. Also das ist echt übel. Das ist ein ganz übles Orakel. Ich möchte jetzt wissen, von welcher Person, um welche Person handelt es sich hier? Was ist das hier für ein Gegenüber? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das rauskriegen. Was ist das hier für ein Gegenüber? Was ist das hier für ein Mensch, der für diesen Kummer, für diese Niederlagen verantwortlich ist? Die drei der Kelche, entweder warst du mit diesen Menschen verheiratet oder dieser Mensch ist verheiratet, du bist eine Affäre, das kann möglich sein. Wir haben hier jemanden, der, lasst mich kurz mal reingehen in die Energie. Ich habe hier keine Personenkarte, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, es ist jemand, der verheiratet ist, oder es ist wirklich jemand, mit dem du eine Affäre hast, der aber hier noch andere Eisen im Feuer hat. Jemand, wo du in einer Dreierkonstellation warst oder eine Situation, wo du das Gefühl hattest, es nimmt dir einfach deine Fröhlichkeit. Dieser Mensch nimmt dir deine Fröhlichkeit, ja. Du hast dir viele Gedanken um diesen Menschen gemacht. Ich habe das hier bisher noch nicht so, dass ich die Durchsage kriege, um was es für einen Menschen sich handelt. Es war jemand, wo du die große Liebe drin gesehen hast, ja, eine große Chance auf eine neue Beziehung, und diese Beziehung hat sich nicht ereignet, wie ich gesehen habe, jetzt, ja, im Moment zumindest nicht. Es ist aber jemand, der dir vielleicht auch das vermittelt hat, dass da eine schöne Chance auf eine neue Liebe entstehen könnte. Ja, oder es war immer wieder, wie gesagt, wie ich das schon gesagt habe, du hast hier neue Menschen kennengelernt. Und immer wieder gab es irgendwie die große Hoffnung auf die Liebe, und immer wieder war es ein Satz mit X. So muss ich es einfach sagen. Ja, also das war hier Schrott. Okay. Liebes Universum, kriegen wir hier nochmal genau Botschaften, um was es hier für Menschen geht. Vier der Schwerter, jemand, der im Rückzug ist, jemand, der sich emotional von dir distanziert hat, der gegen eine neue Beziehung auch angekämpft hat. Wie gesagt, vielleicht ist dieser Mensch noch in einer Verbindung, vielleicht ist dieser Mensch gerne jemand, der auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Ja, ich habe hier jemand Toxischen, es tut mir leid, dass ich so sage. Jemand, der sich zurückzieht, der sich auch gegen Liebe wehrt, ja, also 10 der Kelche, also das ist ein Mensch, der hier meiner Meinung nach verheiratet ist. Hier hast du es mit einer verheirateten Person zu tun, ja, jemand, der eventuell Kinder hat, jemand, der dir vielleicht dich als Affäre hat laufen lassen. Ich habe hier jemanden, der nicht offen und ehrlich ist, ja, vielleicht bist du auch die Ehefrau, das kann hier auch sein, und dieser Mann hat eine Affäre. Also ich muss gar nichts, aber ich möchte gerne rauskriegen, um was für einen Menschen es sich hier handelt, damit jetzt nicht jeder losgeht, der verheiratet ist und sagt, oh, du hast eine Affäre, nur weil es sich hier ein bisschen schwierig anfühlt. Ja, das ist hier eine allgemeine Legung. Ich weise da nochmal drauf hin. Das muss jetzt nicht für jeden hier übereinstimmen, aber ich kriege diese Information. 6 der Schwerter, also es ist jemand, der sich emotional, wie gesagt, von dir distanziert hat. Es ist auch jemand, entweder warst du mit diesem Menschen verheiratet, ihr lebt schon in Trennung, ja, also es ist niemand, der jetzt unmittelbar noch mit dem du zusammenlebst. Es kann auch sein, dass dieser Mensch, wie gesagt, mit dir in einer Beziehung war und ihr euch getrennt habt und es immer wieder neue Anläufe gab und diese neuen Anläufe
sachlich gescheitert sind, ja. Und diese ganze Situation war hier sehr, sehr toxisch. Diese Situation ist giftig. Diese Situation ist ein Kampf gewesen, ja. Du hast immer wieder den Abwehrmodus einlegen müssen, weil man dich vielleicht auch angegriffen hat, weil man dir die Schuld in die Schuhe schieben wollte, weil man dir gesagt hat, du bildest dir hier Dinge ein, ja. Also solche Dinge könnten von diesen Menschen gekommen sein. Und das Gute ist, dass du hier als die Königin der Schwerter bist. Du bist jetzt in dieser Rationalität, dass du sagst, okay, ich schaue mir die Dinge an und ich fange an, neue Dinge für mich zu kreieren, die Belastungen hinter mir zu lassen. Ja, du hast hier fast das Ziel erreicht. Die Belastungen werden leichter. Dieser Mensch, der hier in deinem Leben war, der war sehr, sehr toxisch für dich. Und er hat dich auch immer wieder enttäuscht. Ja, immer wieder enttäuscht, weil man vielleicht geguckt hat, wo das Gras grüner ist. Ja, wir haben hier die 10 der Münzen. Es ist jemand, der eventuell sogar eine gute berufliche Situation hat, ja, jemand, der sogar finanziell gut gestellt ist. Wie gesagt, du hast wahrscheinlich keinen Kontakt zu diesen Menschen. Ich nehme ihn auch wahr, als könnte er ein bisschen älter sein. Vielleicht hat er ein Haustier. Es kann auch sein, dass er einfach nur ein bisschen älter wirkt, ja, vom Optischen. Vielleicht hat er hier ein Haustier, das habe ich hier noch so. Wow, der Turm. Eieieiei. Ey, ganz ehrlich, ihr Lieben, das ist ein Mensch, von dem du zurzeit getrennt bist. Ja, das ist ein Mensch, der hat dir deine Krone, sag ich mal, vom Kopf gerissen. Ja, mit diesen Karten hat er dir deine Krone vom Kopf gerissen. Hier ist ein toxischer Mensch zu sehen. Ja, und hier ist auch jemand zu sehen, wo du diese Dinge erstmal verarbeiten muss. Das ist hier eine Lernpartnerschaft. Wirklich, das ist ein Lernpartner gewesen, ja, den ich hier habe. Und es geht darum, dass du diese Dinge, vielleicht hast du nie für dich eingestanden, ja. Man konnte immer auf dir rumtrampeln und du hast mit dir machen lassen, ja, du hast so viel mit dir machen lassen. Also ich bin fast sprachlos, weil mir kommen so viele Sachen in den Kopf, wo ich denke, das ist ganz, ganz schlimm, was hier passiert ist. Und das ist so toxisch und so giftig. Ja, und diese Energien um dich da herum. Ich weiß nicht, ob du mit Räuchern dich auskennst, aber du solltest dein Zuhause räuchern. Du solltest versuchen, Meditation zu machen, dich zu reinigen, zu klären, zu erden. Ess viel Wurzelgemüse, arbeite im Garten, geh in die Natur, das wird dir hier helfen, ja. Auch Lavendel könnte dich sehr stark unterstützen. Also wenn du mit Lavendel arbeitest, arbeite weiter mit Lavendel. Das kann dich hier wirklich unterstützen. Ich sehe hier etwas sehr, sehr Giftiges und sehr Toxisches in deiner Umgebung, ja. Und du weißt auch, um was es geht. Also ich habe das Gefühl, dass du genau weißt jetzt, ja. Wenn du jetzt hier dieses Video schaust und du überlegst jetzt die ganze Zeit, wer ist das? Dann ist das nicht dein Reading. Diese Menschen, die hier mit in Resonanz gehen, die wissen genau, um was und wen es geht. Ja? Oder auch um eine Situation meinetwegen, die wirklich toxisch ist, wo du auch weißt, es ist toxisch und du drehst dich von diesem Toxischen weg. Es belastet dich, es macht dich traurig, aber du gehst jetzt endlich, du fängst an, für dich einzustehen. Ja? Du stehst schon am Abgrund und vielleicht wärst du auch kurzzeitig schon bald runtergesemmelt. Ja? Aber hier habe ich den Steinboden. Das bedeutet, auch wenn du hier harte Kämpfe führen musst oder vielleicht auch sehr knallhart sein musst wie Stein, du wirst hier für dich einstehen. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Denn dieser Mensch hat dir hier deine Krone, sag ich mal, vom Koppe gerissen. Und hier hast du die Krone wieder auf. Du stellst dich gerade wieder auf. Du bist in einem Aufstellungsprozess, ja. Und ich darf dir hier wirklich sagen, die Situation wird leichter werden. Du hast hier das meiste und das Schlimmste liegt hinter dir, ja. Oder du befindest dich vielleicht auch jetzt gerade mittendrin und vielleicht laufen dir gerade absolut die Tränen runter, ja, und du sagst, ey, was ist das denn jetzt, ne? Bitte, bitte, bitte gib nicht auf, es wird leichter, ja, du hast hier dein Ziel fast erreicht. Ja, das ist der Nachteil, wenn man seine Karten tatsächlich fühlt. Ich habe hier wirklich gerade die Tränen in den Augen, weil das eine ganz, ganz schlimme Energie ist, die hier liegt und ich gar nicht weiß, was jetzt gerade passiert in mir. Das gab es noch nie. Aber es wird leichter, ja. Gib hier bitte nicht auf, für die hier in Resonanz sind.
Puh, ihr Lieben, ich muss mich kurz einmal klären. Ich muss mich jetzt gerade mal klären, weil diese Energien so kräftig und so heftig sind, die mich gerade hier überrollen. Ja, das sollte vielleicht auch so sein, ne? Okay, so, es geht wieder. Es tut mir total leid, weil für die Menschen, die hier mit in Resonanz gehen, geht gerade eine Welt unter. Ja, und genau dieses Gefühl, durch die Karten wird mir dieses Gefühl vermittelt und das ist ganz, ganz schlimm. Was kriegen wir noch über diese Menschen, liebes Universum? Das Gericht. Ich sag's dir, dieser Mensch, ja, wenn der so war, wenn dieser Mensch dir das Leben zur Hölle gemacht hat, wenn dieser Mensch dich angegriffen hat, wenn dieser Mensch für sämtliche Niederlagen in deinem Leben verantwortlich war, kannst du dir sicher sein, dieser Mensch kriegt seine göttliche Gerechtigkeit zurück. Hier schlägt das Karma zurück. Ja, wenn dir jemand sowas angetan hat, sei dir sicher, hier kommt das Gericht, ja, das göttliche Gericht. Und dem entgeht niemand. Dem entgeht niemand. Also das ist eine ganz, ganz heftige Legung hier. Und wir haben hier noch die 7 der Schwerter am Unterdeck. Es ist ein Mensch, der immer wieder noch was zurückgelassen hat, immer wieder dir Hoffnung gemacht hat, immer wieder falsche Spiele mit dir gespielt hat. Also es macht mich selbst wütend, wenn ich sowas habe, ja. Vielleicht auch wirklich ist er in einer anderen Beziehung, er hat dir davon nichts gesagt, hat dich irgendwo reingezogen, ja, hat dir große Hoffnung gemacht auf die große Liebe und alles war ein Satz mit X. Also ganz, ganz übler Typ hier. Also, boah, das ist echt nicht schön. Und vor allem, ich sehe ja auch, wie belastet du bist, wie toxisch das hier ist, ja, und wenn es so etwas mit mir macht in einer Legung, dann möchte ich nicht wissen, wie sich einige, die hiermit in Resonanz sind, gerade fühlen und dieses Gefühl, was bei mir gerade passiert ist, das wird bei euch wahrscheinlich die ganze Zeit so sein, ja, und hier gibt wirklich nicht auf, es kommt Leichtigkeit, es kommt Hilfe und es kommt Unterstützung und vielleicht ist auch gerade dieses Video für dich jetzt ganz, ganz wichtig, denn du hast hier alles bei dir, du kannst das schaffen, du hast es auch schon fast geschafft, ja. Es geht raus, hier kommt Leichtigkeit, hier kommt auch ein neuer Mensch, der dich eventuell unterstützt bei diesem ganzen Prozess, ja. Also entweder lernst du neue Freunde kennen oder einen neuen liebevollen Menschen kennen, der dir vom Universum geschickt wird, damit du eben nicht abstürzt, ja. Also wir haben hier wirklich ein Absturzrisiko drin und das ist ihr kennt mich, ich bin eigentlich ein total fröhlicher Mensch und ich lache wirklich viel bei meinen Readings, aber hier ist mir heute zum Heulen und das ist, ja, auch diese Bilder kriegt man hier rein. Es ist etwas sehr Toxisches, sehr, sehr Toxisches und es kann auch sein, dass du Angst hast vor dieser Person. Irgendwie habe ich das Gefühl, du könntest Angst haben vor dieser Person. Hier ist jemand, der sehr herrisch ist. Ja, ich habe hier nicht, du hast hier einfach einen Lernpartner geschickt gekriegt. Es war wichtig für dich selber, für dein persönliches Wachstum. Vielleicht warst du wirklich jemand, auf den immer alle rumgehauen haben. Du wirst daran wachsen, du wirst hier dich durchsetzen, du wirst hier zu dir stehen. Das war die Lernaufgabe und du wirst diese Meisterschaft wirst du meistern, ja. Und hier geht es auch bei dem Faun darum, ich glaube, dass du jetzt mit Reichtum überschüttet wirst, weil eben du diese schwere Sache hinter dir gelassen hast, weil du das durchgestanden hast, weil du nicht aufgegeben hast, weil du die Ruhe bewahrt hast, ja. Weil du vielleicht auch nicht dasselbe getan hast, was man dir angetan hat. Vielleicht hat dich hier jemand belogen, betrogen, verarscht, dich sogar angegriffen, ja, auch körperliche Angriffe nehme ich hier tatsächlich ganz stark wahr. Du hast nicht dasselbe getan, aber du bist hier, hier ist das Wort gebrochene Seele, ja, also hier ist jemand gebrochen worden und das ist das, was mich so mitnimmt, ja, also Gebrochenheit, man wurde gebrochen, man hat hier so schlimme Sachen erlebt, ja, so viele Enttäuschungen, vielleicht auch hintereinander, so ein Kampf. Und hier möchte das Universum, dass du, ich sag ja, ich habe das Gefühl, du wirst hier einen neuen, lieben Menschen kennenlernen.
Es muss keine Liebesbeziehung sein, aber ich habe hier irgendwas, was dir Unterstützung gibt, was dir Kraftschub gibt, was dir Macht verleiht, ja, nämlich das, dass du jetzt in deine Rationalität kommst, dass du aufhörst, Dinge zu entschuldigen, ja, die man dir angetan hat. Krasses Unding, also sowas habe ich noch nie erlebt, echt nicht. Ja, hier haben wir es, das Karussell, etwas dreht sich im Kreis, wiederkehrender Zyklus. Du hast natürlich auch Angst, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, dass dir dasselbe wieder passiert, ja. Und ich habe das hier so, dass du ein Mensch bist, der sich ganz schwer nur noch auf Liebe oder auf irgendetwas einlassen kann. Natürlich, wenn man sowas erlebt, ja, dann ist man wie diese Feldmaus. Du hast Schiss, du haust Angst, du haust ab, ja. Und ich habe hier wirklich das Gefühl, ihr Lieben, dass es diesen Kreislauf auch durchzubrechen gilt. Ja, nicht jeder ist so ein Mensch. Nicht jeder neue Mensch, den du kennenlernst, der wird genauso wieder sein. Hier gilt es auch immer, dieser Spruch, schau dir genau an, was darf ein Mensch mit dir machen, ja, dann macht er es auch. Wenn du aber zeitig einen Riegel auch davor schiebst, ja, wenn du merkst, okay, das sind wieder so ungesunde Energien, ja, jemand meldet sich vielleicht auf einmal nicht mehr, hake es ab, gerade wenn du jemand Neues kennengelernt hast, ja, im Internet zum Beispiel, man schreibt sich so, man trifft sich vielleicht auch mal und danach hörst du wieder 5 Tage von diesem Menschen nicht, kannst du abschreiben, brauchst du gar keine Energie mehr reinstecken, ja, denn ein Mensch, der an dir Interesse hat und ein Mensch, der also wirkliches Interesse an dir hat, der wird sich nicht so verhalten, ja, also hier ist, die Angst, die ich ganz doll wahrnehme, von deiner Seite aus, dass dir das wieder passiert. Ja, aber es passiert nicht wieder. Hier geht das raus. Hier kommt etwas, hier wird etwas auf Null gesetzt. Die 10, ja, 1 und 0. Magier 1, der nahe Null. Rat des Schicksals. Schicksalshaft kommt hier jemand in dein Leben, der dir helfen wird, ja, genau diesen Kreislauf zu durchbrechen, weil er dir zeigt, was Liebe ist. So habe ich das als Gefühl. Guck mal, und hier kommt die Ganesha, Gott der Weisheit und der Wissenschaftler, Setzer und Beseitiger von Hindernissen. Die Ganesha ist auch der Elefantengott im Indischen, der als Glücksgott gilt. Ja, und es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, das Glück kehrt jetzt zu dir zurück nach einer sauschwierigen Zeit. Ja, in einer Zeit, wo du wirklich dachtest, hier geht nichts mehr, ich stürze ab. Ja, emotional. Ich weiß nicht, was du hier für Gedanken hattest, aber es sind mir zwischenzeitlich, wo mir auch die Tränen in die Augen geschossen gekommen sind, ja, diese Bilder reingekommen, wo jemand wirklich überlegt hat, ist mein Leben überhaupt noch lebenswert? Und deswegen hat mich das auch so überrollt. Und ich möchte dir sagen, dieses oder dein Leben ist sehr lebenswert. Und hier kommt etwas sehr, sehr Schönes rein, ja. Und die Hindernisse werden beseitigt. Du hast es durchgestanden, du hast etwas gemeistert und das hat dich so stark werden lassen wie noch nie in deinem Leben. Du bist stärker als zuvor, ja, soll ich dir sagen, du bist stärker als zuvor. Diese Situation, diesen Menschen kannst du jetzt vielleicht sogar lächelnd Danke sagen und sagen, danke, du hast mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und jetzt bin ich stark. Ja, und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich alles geschafft habe und wie viel Kraft in mir steckt, weil ich glaube, viele wissen nicht, wie viel Kraft in ihnen steckt. Du hast hier Macht, ja. Du weißt es nur noch nicht oder du hast es nur noch nicht oder du wusstest es in dem Moment nicht, ja. Ich weiß nicht, für einige kann sein, dass das schon ein bisschen länger her ist. Es kann sein, dass ihr gerade mittendrin steckt, ja, wir sind hier in einer allgemeinen Legung, das ist immer schwierig. Okay, ich möchte hier nochmal 1, 2 Karten von den Orakelkarten haben. Wir haben hier das Himmelbett. Im 7. Himmel schweben, verliebt sein Engel und Wissen. Und das soll jetzt auf dich zukommen. Hier kommt jemand vom Universum geschickt, um dir zur Seite zu stehen. Vielleicht ist es auch ein guter Freund, ja. Vielleicht ist es jemand, der dir einfach hilft, dich wieder mit aufzustellen. Der dir hilft. Vielleicht ist es auch gerade dieses Orakel, was dir hilft, dich wieder aufzustellen, ja. Hier sind die Engel an deiner Seite. Arbeite mit den Engeln und sei dir sicher, du bist hier nicht alleine. Du bist nicht allein. Ja, wir haben hier der Fuchs, Hinterhalt, List, Lug und Betrug, Schärfe, Schleue, Strategie, Raffinesse. Ich glaube, dass du jetzt wirklich, also erstmal hast du es mit einer Person gehabt, die hinterhältig war, die hier gelogen hat, die betrogen hat.
die auch eine gewisse Schärfe und Strategie in sich trägt. Ja, jemand, der einfach absolut schwierig ist. Ja, das ist ein schwieriger Mensch. Das ist ein Mensch, der hier, wie gesagt, absolut, mir fehlen die Worte für diesen Menschen. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte jeden Tag diese Energie hinter mir lassen, denn sie macht mich wütend. Also ich spüre eine unheimliche Wut in mir. Ich frage auch nichts weiter zu dieser Person, weil ich glaube, dass die Menschen, für die dieses Orakel ist, die wissen ganz genau, wer hier angesprochen ist. Ja? Und dieser Mensch war hinterlistig. Der war einfach nur ekelhaft zu dir. Wie gesagt, ich sehe hier auch teilweise körperliche Auseinandersetzungen nochmal als kleiner Indiz. Also dieser Mensch neigt auch dazu, handgreiflich zu werden oder dir eine Backpfeife zu schlagen oder sonstiges. Und boah, das kann ja überhaupt nicht ab, sowas. Fakt ist, mit dem Fuchs zeigt mir auch an, dass du jetzt sehr strategisch an solche Dinge gehst. Ja, du bist hier sehr vorsichtig, du hast hier Angst, was selbstverständlich ist, dass man das hat, wenn man auf so einen Menschen getroffen ist. Ja, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass du diesen Kreislauf durchbrichst. Schau dir das an, sei wirklich schlau, ja, handel hier aus deinem Verstand, schau dir diese Menschen an, die in dein Leben kommen, die um dich vielleicht auch herum sind, was ist da gesund, was ist ungesund, sortiere aus, ja, du hast hier, wie gesagt, du hast hier einen gewissen Schutz auch bei dir, ja, die Engel möchten, dass du weißt, dass sie da sind und jetzt haben wir hier noch das Schneckentempo, etwas geht sehr langsam und braucht Zeit und Geduld. Ja, natürlich, du brauchst Geduld und auch Zeit, um dich von diesem ganzen Gedöns zu erholen, ja. Und hier wird ein Mensch kommen, der dir diese Zeit gibt, der auch mit dir vielleicht über die Themen sprechen wird, wo du das Gefühl hast, du kannst diesen Menschen vertrauen. Hier wird die Uhrzeit sozusagen auf Null gesetzt. Deine Zeiger stehen auf Null, ja, und das Universum ist hier an deiner Seite. Du hast hier was gemeistert, du hast nie aufgegeben und das ist die Belohnung dafür, ja. Und sei dir sicher, dieser Mensch bekommt auch noch das, was, ja, was er verdient hat. Ich möchte jetzt mal die Sternzeichenkarten nehmen, welche Sternzeichen hier wichtig sind. Einmal die Waage. Wir haben hier den Skorpion. Wir haben hier Löwe. Wir haben hier Widder. Wir haben hier den Krebs. Huch. Und wir haben hier Schütze. Und im Unterdeck habe ich hier die Fische. Also, diese Sternzeichen könnten hier wichtig sein. Du könntest, wie gesagt, auch Zwillinge, Waage, Wassermann sein. Waage haben wir hier auch, ja. Und hier haben wir auch nochmal die Zwillinge mit drin. Ansonsten habe ich bei ihm hier, ja, welches hatten wir hier? Was ist noch der Mond? Ja, Krebs. Aber die Sternzeichen liegen hier eh. Also wenn dein Sternzeichen oder das deines Gegenübers hier gefallen ist und du warst genau in so einer schlimmen Situation, dann weißt du, dass das hier eventuell dein Reading ist. Wenn das nicht so sein sollte, dein Sternzeichen nicht gefallen ist, aber du sagst, das passt alles und genau so ist das gewesen und genau so, ich fühle mich so, dann kann das hier trotzdem dein Reading sein, ja. Ich hoffe natürlich, dass hier so gut wie niemand mit in Resonanz geht, aber irgendwer wird mit in Resonanz gehen und das ist schlimm genug. So, was sagen denn die Engel? Ich möchte hier noch ein paar Engelsbotschaften haben. Bitte andere um Hilfe. Und das ist das, was ich sage. Hier kommen Menschen, die dir helfen werden. Ja, hier kann es auch sein, dass du dich einer Selbsthilfegruppe anschließt oder dass eventuell auch du da mit diesem Gedankenspiel in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Oder es kommt, wie gesagt, ein Mensch, ja. Hier kommt die Gelegenheit,
dass du hier wirklich, also eventuell auch schwierig bist, was Hilfe anbetrifft. Ja, also es könnte sein, dass du sagst, nee, ich möchte niemanden anderen um Hilfe bitten. Ja, du möchtest alles alleine irgendwie hinkriegen. Nimm hier wirklich auch Hilfe von außen an. Hier kommen Gelegenheiten rein, ja. Und das Nein ist zu dieser Person, ja. Wenn du dich gefragt hast, wirst du mit dieser Person nochmal konfrontiert werden oder kommt jetzt wieder genau dieselbe Person, habe ich hier ein Nein, ja. Also hier kommt etwas Neues, hier kommt etwas, du hast etwas gemeistert, du hast etwas gelernt, du wirst nicht dieselben Fehler machen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, ja. Und hier haben wir auch noch, es liegt ganz an dir. Also es liegt auch an dir, was lässt du zu? Du hast dein Glück auch ein Stück weit selbst an der Hand. Ersäufst du weiterhin vielleicht auch in diesem Gefühl und sagst, okay, ich bin jetzt grundsätzlich steinhart, ja, und bin lass keine Gefühle mehr zu, dann wirst du natürlich auch nicht glücklich werden, ja. Also es liegt ja auch ein Stück weit in deiner Hand und es liegt auch ein Stück weit an dir. Wie weit, deswegen auch bitte andere um Hilfe, vielleicht hilft dir auch wirklich eine Selbsthilfegruppe, gerade wenn du körperlicher Gewalt ausgesetzt warst, ja, zum Beispiel ist das ganz wichtig, denn hier gilt es wirklich etwas zu verarbeiten, hier gilt es auch wieder in deine eigene Kraft und Stärke zu kommen, ja, und die Gelegenheit wirst du bekommen und wehr dich da nicht gegen, ja. Und nein, es wird nicht wieder so schlimm. Es liegt jetzt auch an dir, die Sachen zu verarbeiten und hab hier keine Angst, ja. Also hier kommt etwas, was dir helfen soll. Hier kommt ein Mensch in dein Leben, der dir Unterstützung bringt. Ja, das Ganze braucht wirklich Zeit, ja. Das ist nicht von heute auf morgen. Und die Themen gehen auch nicht von heute auf morgen weg oder beziehungsweise du wirst das nie vergessen können, ja, aber du kannst wieder in deinen Frieden kommen, ja, in deinen inneren Frieden und das ist so wichtig. Okay, wir ziehen jetzt nochmal ein Krafttier. Okay, hier sind drei geflogen. Wir haben hier der Zaunkönig, Wandler zwischen den Welten, also ich glaube, dass deine Welt sich jetzt komplett wandeln wird, ja. Vom Toxischen ins Gesunde, das war auch dringend notwendig. Dann die Ratte, Angst und Erkenntnis. Ich sagte ja, ich habe hier eine Angst gespürt. Bei vielen, du hast vielleicht Angst vor dieser Person, ja. Angst behindert dich in deinen Fortschritten. Ich weiß, das ist total einfach gesagt, aber hol dir Hilfe. Und wenn du Angst hast, hol dir Hilfe, ja. Und du hast ja auch eine Erkenntnis, dass jemand sich einfach ekelhaft dir... Dieser Mensch ist ungesund, diese Erkenntnis hast du, ja. Wir haben hier der Biber, der geschickte Planer. Ich nehme es einfach so, dass du jetzt auch einen Plan für dich aufstellen solltest, um wieder einen Rhythmus reinzukriegen in dir selbst, ja, diese Dinge für dich auch zu verarbeiten. Denn ich habe das Gefühl, hier ist ganz viel Verarbeitung notwendig, hier ist Zeit notwendig, ja. Das ist hier eine Sache, die wirklich, also... Ihr Lieben, ihr habt mich noch nie so aus der Bahn geworfen, gesehen, gehört, ja, wie in diesem Reading. Also das ist hier eine ganz, ganz heftige Energie, das möchte ich nochmal dazu sagen. Also das ist ganz, ganz schlimm, was hier abgeht oder was hier abgegangen ist, ja. Und hier kommt aber Gott sei Dank, wie gesagt, dieser Wandel rein, ja. Deine Welt wird sich jetzt wandeln und du wirst ja auch Botschaften bekommen, da bin ich mir sicher. Guck mal, der Delfin im Unterdeck, Liebe und Frieden und genau da sollst du wieder hin. Ja, du hast ja auch Freunde, beziehungsweise hier gibt es Menschen, die dir helfen können. Ja, das ist das, was ich hier habe. Okay, jetzt ziehen wir mal noch eine Zahlenbotschaft, eine Zeitkarte, was ist hier wichtig? Geh nach innen, entwickle eine Vision, der Sonntag, die Zahl 1. Wir haben hier wieder die Fische und der Mittwoch, die 4 und die 12. Also 1.12., 12.1., die Zahl 41, der 4.12., 12.4. Ja, vielleicht wohnt dein Gegenüber in der Hausnummer 4, 1 oder 12. Ja, dieser Mensch, ich nenne es nicht mehr Gegenüber, aber dieser Mensch. Ja, vielleicht... ist der Monat 12
ein wichtiger Monat oder die 41, ja, vielleicht ist der Jahrgang 41 oder die Zahlen sagen dir irgendetwas, ja. Ich lege diese Zeitkarten sehr gerne, weil sie euch eine Zahlenbotschaft geben können. Ihr könnt diese Zahlen auch variieren. Natürlich können auch die Zeiträume für euch wichtig sein, ja. 12 Wochen, 12 Monate, der Sonntag oder ein Mittwoch. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Zeit relativ ist. Ja, das Universum kennt keine Zeit und von daher nagelt euch bitte nicht auf die Zeiten fest. Wir haben ja auch noch einen Donnerstag mit drin. Also Mittwoch, Sonntag und Donnerstag könnte für dich ein wichtiger Tag sein. Vielleicht ist da auch irgendwas an einem dieser Tage, ja, wo er immer irgendwelche Dinge gemacht hat oder wo du irgendwas machst, dann weißt du auch, hier ist irgendeine Botschaft für dich mit drin, ja. Hier kann es auch wirklich sein, dass hier nur Teile der Botschaft für dich bestimmt sind. Ich wollte noch mal kurz gucken, also es kann sein für einige, dass dieser Mensch auch noch mal auf dich zukommt, ja, mit dir irgendwas klären möchte. Aber ich glaube, dass du da auch dich definitiv nicht mehr drauf einlassen wirst. Und das wäre auch genau richtig, ja. Sich da nicht mehr drauf einzulassen. Okay, was sagen die Engel noch hierzu? Ja, wir haben hier den Namen Daniel. Ich bin der Engel der Vermählung und stehe dir zur Seite. Also hier geht es darum, vielleicht heißt dein Gegenüber Daniel, vielleicht der Buchstabe D, ja. Ansonsten kann es hier auch wirklich so sein, dass du jetzt wirklich die Engel an deiner Seite hast, ja, dass es jetzt darum geht, auch jemand Neues kennenzulernen, ja. Und auch neue Menschen in dein Leben zu ziehen. Jetzt haben wir noch Grace und Antoinette, also der Buchstabe G und A. Um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des anderen voll Mitgefühl. Es geht darum, dass du für diesen Menschen nicht unbedingt eine Empathie empfindest oder sagst, ich entschuldige das, sondern es geht darum, dass du für dich dein Mitgefühl findest und die Empathie für dich einsetzt sozusagen und in den inneren Frieden kommst. Das ist das, was die Karten dir sagen wollen. Hier geht es um deinen inneren Frieden und hier geht es auch darum, eigentlich eher Mitleid mit diesen Menschen zu haben. Ja, also ich kriege das hier wirklich durch, hab Mitleid mit diesen Menschen, denn er handelt hier aus niederen Schwingungen, er ist ungesund, er ist hier, es ist kein guter Mensch, der mir hier liegt, ja. Das muss ich einfach so sagen. Und mit den Karten, wir haben hier fast nur schlechte Karten auf dem Tisch gehabt, ja. Das ist, das sind, also, Halleluja. Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Athene haben wir noch. Du darfst ruhig kraftvoll sein. Du weißt, mit deiner Kraft liebevoll umzugehen, sodass sie für dich und andere gut ist. Genau, du brauchst jetzt deine Kraft auch für dich. Du darfst wieder in deine Kraft kommen und das wirst du auch, ja. Und du weißt eben liebevoll damit umzugehen und andere nicht damit zu verletzen, ja. Und manchmal glaube ich, du weißt gar nicht, was du für eine Macht hast. Denn du hast Macht, ja. Und das wirst du auch merken. Du wirst jetzt spüren, dass sich etwas verändert in deiner Welt. Wandler zwischen den Welten, ja. Also das ist auch nochmal dieser Impuls, den ich reinbekommen habe, wo ich das Gefühl hatte, hier waren Menschen, die wirklich kurz davor waren, aufzugeben und zu sagen, hat mein Leben hier überhaupt noch einen Sinn? Das ist das, was ganz stark als Impuls hier reinkam, warum ich auch wirklich so aufgelöst war, diesen kurzen Moment, und mich erstmal wieder selber klären musste, ja. Also es tut mir auch leid, dass ich da diesen Ausschwenker jetzt hatte, aber das gehört eben auch dazu, gerade wenn man so wie ich fühle meine Karten, und das ist manchmal ein riesengroßes Problem, wenn genau solche Energien hier auf mich zukommen, und ich darf jetzt erstmal gleich erstmal muss ich mich klären, meditieren, und ich muss jetzt erstmal mich wirklich reinigen wieder, weil das waren ganz schlimme Energien hier heute. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sehr, sehr wenige davon in Resonanz gehen. Ich möchte hier jetzt nochmal eine Seelenbotschaft ziehen.
Freundschaften. Also fühle den Wert einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Hier geht es wirklich um deinen inneren Frieden. Hier kann es auch sein, dass du, wie gesagt, Tiere hast, ja, und die Tiere dir Kraft und Energie geben. Auch Tiere können, also gerade Hunde oder jedes Tier kann dein bester Freund sein. Ja, Tiere haben eine Grundloyalität für mich. Und es ist einfach so, hier sind Menschen oder auch Tiere in deiner Umgebung, die dir Heilung schenken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir hier noch, es ist Zeit, mutig zu sein. Halte nicht an Dingen oder Menschen fest, die nicht mehr im Einklang mit deiner Seele schwingen. Beende jetzt, was dir nicht gut tut. Traue dich, du bist nicht allein. Ich glaube, das ist ganz krass stimmig zu diesem Reading und zu dem, was ich alles schon gesagt habe. Ja, die Botschaft ist klar. So, jetzt ziehen wir noch eine Engel der Liebe-Karte. Was sagen die Engel der Liebe? Ja, guck mal, befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Nochmal der Hinweis. Ja? Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Genau das ist das. Es liegt auch an dir. Ja, geh in die Selbstliebe, geh in deinen Selbstwert, arbeite daran, hol dir Hilfe. Alles, was ich schon gesagt habe, spiegelt sich hier gerade wieder, ja. Auch in den Engelskarten. So, jetzt möchte ich noch gucken, was dir bei deiner Heilung dich unterstützen kann. Dazu fragen wir das Heilorakel der Engel. Ja, du brauchst Unterstützung. Also hier geht es wirklich darum, du brauchst hier Unterstützung, du brauchst hier Hilfe. Ja, und das denke ich auch, wenn ich diese Karten mir hier alle so angucke. Hier geht es wirklich darum, hol dir Unterstützung. Wenn es das Universum ist, was dich unterstützt, die Engel, Meditation, Heilmeditation, psychologische Hilfe und so weiter und so fort, Freunde. Ja, und hier geht es auch wieder um die Leichtigkeit, um die Verspieltheit, um deinen Humor, der dir hier auch helfen kann. Weil ich glaube, du könntest ein sehr humorvoller Mensch sein, ja. Also das ist ein sehr heftiges Reading und ich weiß auch noch nicht, wie ich es nenne. Und ich glaube, ich schreibe auch rein, dass es hier eine Triggerwarnung gibt, weil das wirklich hier heftige Energien sind. Und ich glaube auch, dass es nur für eine gewisse kleinere Reisegruppe hier heute dieses Reading ist. Und das gab es so auch noch nie, dass ich, wie gesagt, so außer Rolle gekommen bin. Und die Energien mich so überrollt haben, ja, meistens im positiven Sinne, was ich sehr gerne mitnehme, aber das war heute hart und heftig, muss ich echt sagen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie eine Hilfe ist und für alle anderen, die jetzt nicht in so einer Situation sind, auch ihr könnt euch hier die ein oder andere Botschaft trotzdem mitnehmen, weil es geht immer um den Selbstwert, es geht immer um Unterstützung, es geht um die Liebe, um Freundschaft und so weiter und so fort. Genau, wie gesagt, ich wünsche euch allen trotzdem eine ja, wunderschöne Restwoche. Passt alle gut auf euch auf, bleibt alle gesund und für die, die hier in Resonanz gehen, holt euch Unterstützung. Und in diesem Sinne, ich habe auch noch die WhatsApp-Gruppe. Also wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, du kannst mich da gerne anschreiben. Die Nummer findest du in der Kanalinfo. Das ist alles völlig kostenlos und ich kann dich dann zu der Gruppe hinzufügen. Und da gibt es halt auch viele liebe Leute, die eben auch ein offenes Ohr haben. Und ja, wo du eventuell auch Hilfe und Unterstützung bekommst. Vielleicht einfach auch nur, dass einfach Menschen da sind, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder so. Wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne und ich füge dich dann zu der Gruppe hinzu. Du kannst die Gruppe auch jederzeit auf Stumm stellen oder die Gruppe jederzeit eigenständig wieder verlassen. Ja. Und genau, für alle, die es noch nicht wissen, mich gibt es auch noch auf Facebook, da heiße ich Janinas Sternstunde. Da habe ich jetzt länger nichts gepostet. Das wird aber wieder tatsächlich regelmäßiger passieren. Allerdings waren jetzt einige Sachen wieder dazwischen gekommen und deswegen konnte ich da nicht so ja, den Fokus drauf legen. Und ja, aber das wird jetzt auch wieder passieren, ja, dass da regelmäßiger Botschaften kommen. Genau, nur dass ihr einmal kurz Bescheid wisst. Okay, ihr Lieben. Macht's gut, passt gut auf euch auf und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.